Herzlich willkommen hier auf meinem deutschen Kanal zur Formel 1 Rennanalyse. Und war ein cooles Wochenende insgesamt. Der Lewis, der hat wieder einen rausgehauen. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, wie der das immer macht. Der ist dann im Niemandsland, hat keinen Bock mehr, fühlt sich nicht gut im Auto, gibt so ein bisschen auf, fährt einfach so lalala da rum, macht einen Fehler nach dem anderen. Und dann kommt Qualifying, da wird es halt ernst. Und dann kommt der Fokus bei ihm. Und dann kommt halt sein ganzes Talent, wie er dann von nirgendwo wieder herkommt und eine Runde raushaut. Ganz knapp am Valtteri dran. Und dann immer weiter halt. Dann kommt der Start immer noch voll fokussiert, weil er weiß, das ist die größte Chance. Und zack, perfekter Start. Valtteri weggeputzt am Start. Und ab dann auch noch, dann einfach mehr Rennspeed wieder gefunden. Das ganze Wochenende war er nirgendwo im Rennspeed. Also mehrere Zehntel weg vom Valtteri und nur Fehler gemacht und dies und jenes. Und dann kommt das Rennen und wo ist er? Wie ein Wahnsinniger fährt er da, sensationell. Valtteri, keine Chance, verliert 7 Sekunden im Rennen auf ihn. Ja, und das ist einfach so typisch Lewis, mit seinem ganzen Talent und Erfahrung, wie er das dann immer hinbekommt. Valtteri, ja, fehlt halt ein bisschen Speed im Rennen manchmal bei ihm. Heute hat er das wieder gezeigt. Starkes Qualifying, aber einfach nicht schnell genug. Sebastian, ja, Ferrari, haben sie schon das Richtige gemacht, dann den Leclerc zurückzuwinken, weil Sebastian scheint ein bisschen schneller zu sein. Aber, dann Sebastian kam vorbei und war dann doch nicht schneller. So, und somit war das dann eigentlich echt unfair dem Leclerc gegenüber. Also das ist schon hart für so einen jungen Fahrer, wenn du da so komplett die zweite Geige dann spielen musst, so in einem Rennen, wo du eigentlich verdient davor warst. Das ist schon nicht schön. Dann kam noch Verstappen gegen Vettel, das war echt mega cool, das Duell. Der Verstappen, der ist immer bereit für den Spaß, also für uns Zuschauer halt, ja, obwohl da keine richtige Chance war, zack, probiert er es, schießt da rein. Er hat halt den Fehler gemacht, dass er die Bremsbalance vorher nicht ein bisschen nach hinten gestellt hat und somit hat er den Vorderreifen blockiert. Das war halt nicht ideal, sonst hätte er den Sebastian echt erwischt. Und dann Sebastian, also fies am Ausgang, der hat den voll rausgeschoben, den Verstappen da am Ausgang. Da würde ich so gerne mal hören, was der Max dazu zu sagen hat, weil gestern hat er sich ja schon beschwert gegen Vettel. Und wenn er jetzt dann nochmal so eine rüberbekommen hat vom Vettel, dann das wird interessant. Also da können wir uns, glaube ich, noch auf was gefasst machen, weil der Max, der schlägt zurück. der lässt sich da nicht so klein kriegen. Ja, und dann Ricciardo hat echt ein tolles Rennen gemacht, hat sich echt stark etabliert da jetzt bei Renault. Dieses Wochenende Qualifying-Rennen super gemacht, echt klasse. Wen können wir noch loben? Raikkonen, gut in seinem Sauber, hat er auch echt cool, so 9. Platz oder wo immer dann war am Ende. Das ist okay, das ist echt gut. Was können wir noch sagen? Ja, Mercedes ist einfach sau stark, ja? Sau stark wieder an dem Wochenende, alles perfekt. Die machen einfach das Beste draus, immer. Die sind so ein starkes Team, so zusammengewachsen. Und Ferrari schafft es einfach irgendwie nicht, dieses Maximum rauszuholen. Baku, nächste Rennen schwierig einzuschätzen, weil da sind halt auch viele langsame Kurven. Sind viele lange Geraden, aber viele langsame Kurven. Ich würde eher tendenziell wieder Richtung Mercedes da tendieren für Baku, aber das weiß ich nicht. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch RTL. Danke, dass ihr zugeschaltet habt, so früh am Morgen. Das ist echt cool. Mir hat Spaß gemacht, auch hier das Rennen und so. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Hier hinter mir bauen die schon wieder alles ab. So schnell in der Formel 1. Rennende und zack, alles wird schon abgebaut. Und in ein paar Stunden sieht man ja gar nichts mehr. Da ist schon alles im Flieger. Das ist echt unglaublich, was die da für ein Speed drauf haben mittlerweile. Bitte subscriben hier auf meinem deutschen Kanal. Da werde ich das ganze Jahr durch die ganzen deutschen Analysen machen und ganz viele andere Videos auch. Ein paar coole Autos werden auch bald hier auf den Kanal kommen. Also, Dankeschön und tschüss. Und auf meinem anderen YouTube-Kanal, auf meinem englischsprachigen, da könnt ihr die ganzen Behind-the-Scenes-Videos auch sehen von dem Wochenende. Da habe ich 2 hochgeladen, wo ich hinter den Kulissen beim ganzen Wochenende mal gefilmt habe und auch Linkin Park zum Beispiel drauf habe im Gespräch mit mir und auch Chase Carey, den Chef der Formel 1. Also, da könnt ihr mal reinschauen. Bestimmt ganz interessant. Also, danke, tschüss.